Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM und zwar mit dem Get On My Level Edition RTX 3070 für 2549 Euro und dem Get On My Level Mini Edition RTX 3060 für 2049 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Wie im letzten Video schon besprochen, machen wir jetzt die Auflösung von dem Gewinnspiel aus dem letzten Video quasi mit dem Mauspad, ja. Ich habe hier oben schon die URL eingepflegt und mache hier jetzt noch ein paar Filter rein. Und zwar Leute, die doppelt gepostet haben, Replies to Comments machen wir raus. Ansonsten, okay, das passt soweit. Und dann gehen wir jetzt einfach mal auf die Comments. Da sind wir bei 124 Kommentaren, das heißt die Chance liegt bei 1 zu 124 für diejenigen, die mitgemacht haben. Das ist jetzt auch lustig hier, habe ich schon MIFCOM-Werbung, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Ja gut, okay, wir drücken jetzt einfach mal Start und schauen, was dabei rauskommt. Und dabei hat gewonnen Immanuel mit dem Kommentar einen Kommentar. Ja, das rührt daher, weil ich gesagt habe, schreibt einfach einen Kommentar in die Kommentare. Und er hat es halt so gemacht und hat damit auch gewonnen. Immanuel, bitte bei mir im Discord melden, dann machen wir das mit den Adressdaten und so weiter und dann schicke ich dir das Mausbett zu. Herzlichen Glückwunsch. Ja, man kann auch mit so einfachen Dingen gewinnen. Es ist halt einfach so. Gut, also, wir schauen uns jetzt hier die PCs an. Kurz zur Information, wer Get On My Level nicht kennt, das ist quasi Montana Black 88 auf Twitch und auch auf YouTube unterwegs. Sehr, sehr großer Streamer, ich glaube sogar der größte in Deutschland. Ich weiß es aber gerade nicht. Auf jeden Fall hat der eine Partnerschaft mit MIFCOM und wir schauen uns jetzt diese PCs mal an. Wir kommen jetzt zuallererst wie immer zu dem Bild und das Bild ist absolut kein Fake, muss ich wirklich so sagen. Die Wasserkühlung stimmt, die Lüfter hier, die stimmen, das Gehäuse stimmt. Sogar dieses Branding, was hier drauf ist, da kommen wir gleich noch zu, da müssen wir mit den Preisen ein bisschen arbeiten. Das ist dabei, wenn wir uns das Ganze geöffnet anschauen, das ist auch das Gigabyte-Board, das ist auch die Grafikkarte, die Wasserkühlung, wie gesagt, stimmt, der RAM, der stimmt auch. Also hier werdet ihr nicht verarschen. Das Lustige ist, bei MIFCOM steht sogar drunter, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten, bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Ja, aber das System stimmt so, wie es da steht. Finde ich gut. Da sage ich immer wieder, entweder nur das Case oder wirklich die Konfiguration, die da drin verbaut ist. Wenn ihr hinterher was umkonfiguriert, ist das was anderes. Nur hier stimmt es auf jeden Fall. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und was ich auch gut finde bei MIFCOM, hier ist alles super quasi aufgelistet, dass man sieht, okay, das ist drin und das ist eben nicht drin. Ja, das ist für die Leute, die zumindest ein bisschen Ahnung haben, die wissen dann, okay, alles klar, das bekomme ich dafür, für das Geld. Wir starten auch direkt. Hier haben wir das Gehäuse. Das ist ein Lianli PCO 11 Dynamic Schwarz Glasfenster. Ja, das Gehäuse, das kennt ihr. Das ist mittlerweile auch ziemlich ausgelutscht. Das hat jeder Streamer irgendwo stehen. Also, wenn ihr wirklich mal so online guckt, zum Beispiel auch Alexi Bexi und so, die haben alle das Ding da im Hintergrund stehen. Das ist aber die kleinere Variante. Es gibt davon noch eine XL-Version von ROG. Die ist dann von der Bauer. Das steht dann auch hinten drin und hat dann noch eine Grafikkartenhalterung und so dabei. Das hier ist die etwas kleinere. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr gutes Case. Verbaue ich auch gerne. Es ist halt ausgelutscht im Sinne von, es haben so viele. Aber es ist halt, wie gesagt, wirklich ein gutes Case mit guten Airflow und so, gar keine Frage. Solltet ihr irgendwie nach einem PC suchen, wollt ein gescheites Case haben, bitte, da ist so eins. Also ich habe da mehrere, so ein BeQuiet 802 und so, die sind auch geil. Die sind auch ungefähr in dieser Preisrange, aber das ist wirklich ein gutes Case. Und das kostet 143,24 € bei Mindfactory. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 7 5800X. Den habe ich selber auch, ist ein 8-Kerner mit 16 Threads, 105 Watt TDP, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Ich lasse meinen auch auf 3600 laufen. Also das geht auf jeden Fall. 4000 würde auch noch gehen, aber je mehr ihr macht, desto instabiler wird der RAM bzw. das ganze System. Ist ein guter Prozessor zum Streamen und Rendern und so weiter, super geeignet. Ich mache damit ja auch meine Videos. 105 Watt TDP sind nicht sonderlich viel. Da muss ich aber dazu sagen, der genehmigt sich 144. Das kann ich jetzt halt sagen, weil ich es immer messe. Und ich sage ja auch öfters, ja, TDP-Angabe, CPU-Kühler und CPU ist nicht immer so das Gleiche. Die genehmigen sich gerne mal mehr. In meinem Fall sind es, wie gesagt, 144 Watt. Was bei dem System jetzt nicht schlimm ist. Hier ist eine Wasserkühlung drin und so, alles gut. Nur, ich wollte es dabei sagen, falls sich einige Leute fragen, Moment mal, ein Prozessor hat 105 Watt TDP, da ist ein 160 Watt TDP Lüfter drin, beziehungsweise Kühler. Warum sagt er dann, das passt nicht? Aus dem Grund.
Es gibt natürlich von dem auch schon den X3D, der ist noch einen ganzen Ticken besser, der hat mehr Cash, ja, aber der 5800X, wie gesagt, reicht zum Streamen und daddeln ganz locker. Und der kostet 299 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2. Das ist auch ein gescheites Mainboard, kein Micro ATX oder so. Ich mag die Gigabyte Boards sowieso ziemlich gern. Ich habe selber ein X570 Aorus Elite. Das hier ist ein B550, macht für euch jetzt nicht den Riesenunterschied. Wenn ihr nicht mit dem Gedanken spielt, jetzt exponentiell zu übertakten oder so, reicht B550 völlig aus. Ist für den Prozessor auch super geeignet. Hat dazu sogar noch WLAN und Bluetooth, finde ich auch gut. Hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier kann nochmal eine SSD verbaut werden. Hier haben sie auch ordentlich Platz gelassen, dass da kein Erweiterungsslot irgendwie überdeckt wird von der Grafikkarte, die kommt nämlich hier rein. Hier unten könnt ihr noch eine Capture-Card oder so reinbauen oder eine USB-Erweiterungskarte, wie ihr gerne möchtet. Dann haben wir 7.1 mit Toslink-Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, zweimal USB 3.1, dann haben wir noch HDMI und DisplayPort. Bitte nicht benutzen, weil ihr das Bild über die Grafikkarte zieht, der Prozessor hat nämlich keine integrierte Grafikeinheit. Das hier sind die Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth und das hier ist zweimal USB 2.0. An und für sich ein grundsolides Board. Finde ich in Ordnung, packen wir auch so mit rein. Und das kostet 153,78 bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB, Gigabyte Gaming OC LHR. Das ist auch die Grafikkarte, die wir eben auf dem Bild gesehen haben, deswegen das ist wunderbar. Eine 3070 ist so im Midrange-Bereich, meiner Meinung nach. Die Kommentare werden mich jetzt wieder zerpflücken. Aber danach kommt halt noch 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, die AMD-Karten. Für WQAD und HD ist das auf jeden Fall eine gute Grafikkarte. Für 4K würde ich was Stärkeres nehmen, das ist klar. FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 808,31 € bei eDigitech. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 32 GB DDR4 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro, 2x 16 GB. Auf Dual Channel haben sie auf jeden Fall schon mal geachtet, weil 2x 16 GB, 32 GB finde ich auch schon gut. Das reicht auf jeden Fall für die nächsten Jahre, weil wenn ihr streamt und rendert und dann habt ihr OBS offen und vielleicht noch Dixbar und den Stream selber und den Chat und so, dann wird der RAM-Speicher ziemlich schnell voll. Ich finde 16 GB, wenn man nicht streamen will, reicht noch. 32 seid ihr auf der sicheren Seite. Ist auch RGB beleuchtet, guter RAM. 3200 MHz entspricht natürlich der Spezifikation von AMD. Ihr könnt ihn, wie gesagt, auf 3600 normalerweise auch laufen lassen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sie da nicht einen stärkeren genommen haben, sage ich mal. Die halten sich halt einfach an die Spezifikation. Es kann halt passieren, dass wenn ihr schnelleren RAM nehmt, dass das ein bisschen instabil wird, klar. Mir gefällt es trotzdem nicht, aber der RAM an sich ist super, das passt schon. Und er kostet 142,90 € bei Alternate. Als SSD bekommen wir eine 1 TB Corsair MP600 Core PCI Express 4.0. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 4700 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1950 MB die Sekunde. Die ist auf jeden Fall schon mal deutlich schneller als diese Standarddinger, die wir immer so reinpacken, zum Beispiel eine Kingston NV1 oder A2000 oder sowas. Ob man das jetzt braucht als Zocker, weiß ich nicht. Lass ich mal dahingestellt. Wenn ihr viele Daten kopiert bzw. liest, dann ist das natürlich in Ordnung. Wobei ich kein Spiel kenne, was 4,7 GB die Sekunde irgendwie reinlädt. Und selbst wenn, seid ihr auch mit der Kingston NV1 und so gut bedient. Also die paar Sekunden Ladezeit, die ihr vielleicht dadurch einspart. Egal, ist schön, dass er drin ist. 1 TB finde ich ein bisschen wenig. Ist halt einfach so, aber naja, sie haben es halt so reinkonfiguriert. Ich wäre schon so auf 2 TB gegangen, bzw. hätte noch eine HDD mit reingefuchst. Ist leider auch nicht mit dabei. Aber an und für sich auf jeden Fall eine gute SSD. Und die kostet 124,87 € bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir ein 750 Watt Corsair TXM Series Teilmodular. Das ist Gold zertifiziert, das ist auch in Ordnung. 750 Watt reicht dafür auch völlig aus für das System. Ihr könnt hinterher sogar noch ein bisschen upgraden, vielleicht sogar auf eine 3080 und so. Dann wird es aber irgendwann ein bisschen eng. Da wäre ich schon so auf 850 Watt gegangen. Nichtsdestotrotz passt das natürlich hier gut rein. Wenn ihr nicht mehr dran rumfummelt, ist das in Ordnung. 7 Jahre Garantie ist auch okay. Teilmodular, ja, kann euch irgendwo egal sein, weil ihr kriegt das ja eh fertig gebaut nach Hause. Aber es ist schön, dass man zumindest die Stecker weglässt, die man nicht braucht. Hier ist einfach nur der Strang für die CPU und das Mainboard dran. Den Rest könnt ihr dann so erweitern, wie ihr es braucht, wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Festplatte oder so noch einbauen wollt, eine HDD oder so. Das ist also soweit auch in Ordnung. Und das kostet 84,87 € bei Mindfactory. Ansonsten ist hier nichts weiteres ausgewählt. Gut, HD Audio Onboard haben wir uns eben drüber unterhalten bei dem Mainboard. Als CPU-Kühler haben wir eine Corsair IQ H150i Elite Capellix. Das ist eine ordentliche Wasserkühlung. Corsair-Produkte sind allgemein ja schon teuer, also eine Arctic zum Beispiel hätte so 120 € gekostet, hat ungefähr dieselbe Kühlleistung, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Die ist aber nicht schlecht, die Wasserkühlung, klar. Für das Geld kriegt man auf jeden Fall Qualität verbaut, das ist in Ordnung, mit RGB-Beleuchtung, alles klar. Reicht für den Prozessor auch dicke aus, selbst ein 5900X wird damit gut gekühlt, also überhaupt keine Probleme damit. Hat auch 5 Jahre Garantie.
und die kostet 182,86 Euro bei Mindfactory. Gehäuselüfter haben wir noch 120 mm Corsair SP120 Elite RGB, also drei Stück, das ist so ein Dreier-Set. Ja, das sind halt die Lüfter, die an der Seitenwand reingebaut werden, die ziehen dann schön noch kalte Luft rein, das ist auch in Ordnung. Die warme Luft wird dann oben rausgeblasen von der Wasserkühlung, hat auch einen optischen Zweck, in so einem Gehäuse sieht das sonst kacke aus, wenn die Wand einfach nur blank ist, das ist klar. Das ist auch völlig in Ordnung, 54 Euro für drei Lüfter finde ich auch schon happig, aber gut, ist halt Corsair, ist Markenname. Und die kosten 54,87 Euro bei Mindfactory. Systembeleuchtung Corsair RGB LED Lightning Note Pro. Ja, das sind einfach nur so drei RGB-Streifen. Keine Ahnung, wo sie die verbaut haben. Die Verteilung dafür ist auch mit dabei. Könnt ihr dann über IQ steuern. Ja gut, wer es braucht. Ist halt nur Optik, ne? Kostet immer extra. Aber das wisst ihr auch, sobald ihr RGB wollt, ist es meistens ein bisschen teurer. Warum man das noch da reingepflanzt hat? Keine Ahnung, das leuchtet dann von allen Seiten. Aber immerhin verarschen sie euch nicht mit dem Foto. Das ist ja schon mal was. Und die kosten auch stolze 50,87 Euro bei Mindfactory. Nur mal so als Info, ich habe vor kurzem mal auf AliExpress geguckt. Da habe ich so 5 Volt ARGB-Streifen gefunden, auch 50 cm lang. Die kosteten da irgendwie 1,87 Euro oder so. Klar, da ist die Corsair-Steuerung so nicht mit dabei. Ich will nur sagen, es geht günstiger, wenn ihr auf IQ verzichten könnt. Ja, wenn ihr das über das Mainboard einfach nur steuert. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, hier haben wir so ein Gehäuse-Branding dabei. Das ist dieses Get On My Level-Logo auf der Seitenscheibe. Es gibt Leute, die stehen drauf, das ist auch völlig in Ordnung. Wenn man das abwählen würde, wären das 39 Euro weniger. Das heißt, wir rechnen jetzt einfach 39 Euro obendrauf im Warenkorb und haben dann den Endpreis sogar mit dem Branding. Ja, so wird da ja auch angeboten. Das ist ganz cool, so habe ich zumindest einen Preispunkt gefunden. Ich wusste nämlich nicht, was ich für die Scheibe berechnen soll, dass die quasi, weiß ich nicht, lasern, Sandstrahlen, wie die das machen, keine Ahnung. Und dann wären wir da auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, dieser Lightning Note Streifen, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2045,57 Euro. Das System soll kosten 2549 Euro. Also über 500 Euro zu teuer. War mir irgendwo auch klar, weil MIFCOM, wenn sie nicht gerade ein Sale-Angebot oder so haben, ist schon teuer. Aber, jetzt kommt der große Haken. MIFCOM hat eine gescheite Konfiguration. Wir haben ja auch Systeme, Hightech, die haben halt eine scheiß Konfiguration und sind trotzdem teuer. Und hier haben wir 500 Euro Aufpreis. Ja, klar, ihr kriegt auch woanders günstiger, kommen wir auch gleich noch zu. Aber die Konfiguration ist wenigstens nicht Mist. Man hätte eine größere SSD nehmen können. Ja, wäre in dem Preis locker noch drin gewesen. Man hätte 3600 MHz RAM nehmen können. Okay, das ist dem Hersteller dann überlassen, beziehungsweise dem Systemintegrator. Da will ich jetzt nicht reingrätschen. Ich finde es natürlich trotzdem zu teuer. Aber konfigurationstechnisch ist es in Ordnung, das System. Zum Stream geeignet, Zocken geeignet, überhaupt kein Problem. Ihr könnt damit Videos schneiden, das ist alles in Ordnung. Aber ich finde diesen Aufpreis einfach heftig, weil 500 Euro ist definitiv zu viel. Und ihr habt eben bei den Listen auch gesehen, die meisten Teile sind bei Mindfactory verfügbar. Das heißt, ihr könntet diesen Warenkorb nehmen, bei Mindfactory zusammenschustern und für 150 Euro bei denen zusammenbauen lassen. Fehlt euch halt das Branding. Gut, das müssen wir jetzt natürlich noch da draufrechnen bzw. abziehen, da seid ihr etwas unter 500 Euro, ja. Aber nee, würde ich nicht machen. Nur weil Get On My Level draufsteht. Dann lieber das cleane Gehäuse kaufen und schon Geld sparen, ne, bei Mindfactory oder woanders. Wir kommen jetzt noch zum zweiten System, da zeige ich euch gleich noch was Schönes. Dann haben wir nämlich hier noch den Get On My Level Mini Edition RTX 3060 für 2049 Euro. Ich gehe auf die Config jetzt nicht großartig ein. Es ist ein Micro RTX Mainboard verbaut, feiere ich überhaupt nicht, weil es passt halt RTX in das Case rein. Auch von der Preisspanne wäre noch Luft gewesen. Ansonsten ist es auch relativ gut konfiguriert mit der Wasserkühlung und so, er wird nicht zu heiß und ist alles okay. Aber selbst da habt ihr bei Geizhals einen Preisunterschied auch wieder von knapp 500 Euro, wenn wir das Branding wieder da abziehen und so weiter. Ne? Also 1482 würde es im Einzelteilpreis kosten und es kostet halt 2049. Ihr bekommt halt die meisten Teile bei Mindfactory und könnt es dafür 150 Euro zusammenbasteln lassen. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, MIFCOM gibt 3 Jahre Garantie. Das macht nicht jeder. Finde ich auch in Ordnung. Also finde ich wirklich gut. Ich glaube, es ist sogar komplett Pickup und Return. Das ist was Feines. Das kann einem auch nochmal vielleicht ein Huni mehr kosten, ja. Aber selbst dann ist es noch zu teuer. Monte bekommt auch bestimmt seinen Anteil noch ab. Er ist ja Streamer, der ist gepartnert. Das macht er nicht umsonst, klar. Aber wir sind jetzt auch einfach mal hergegangen und haben das ungefähr nachgemodelt bei Dubaro. Bei Dubaro landet ihr bei 1743,10 Euro. Da seht ihr auch das Li-An-Li-Gehäuse, den Prozessor, die Wasserkühlung. Wir haben ein anderes Board genommen, Full RTX, ja. Auch den gleichen RAM. Wir haben eine etwas langsamere SSD genommen. Dann haben wir die gleiche Grafikkarte und ein 650 Watt Be Quiet Straight Power Platinum genommen. Hier sind nur 600 drin, hier sind 650. Wir mussten hier und da ein bisschen Alternativen nehmen,
Dann haben wir hier auch noch RGB-Stripes genommen, die sind jetzt nicht von Corsair, sondern irgendwelche RGB-Stripes, dafür aber halt auch diese drei Corsair SP-Lüfter, ja, seid ihr bei 1743. Habt ihr immer noch gespart. Gut, ihr habt immer noch nicht das Get On My Level Branding an der Seite, aber bitte. Und wir sind mal hergegangen und haben das Ganze bei Krotos auch zusammenbasteln lassen. Wir haben ihm 1:1 die Config geschickt und die hat er auch 1:1 nachgestellt. Es ist auch das Micro-ATX-Board drin und so, also er hat das wirklich hundertprozentig gleich gemacht. Hier auch von Corsair, dann diese SP120 LB Elite und dann Lightning Rope Expansion Kit und so weiter. Da seid ihr bei 1625 inklusive Zusammenbau. Ob ihr es jetzt bei Dubaro kauft oder bei ihm, ist mir völlig wurscht, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das zu kaufen. Ich will damit nur sagen, es ist zu teuer. Weil viele wünschen sich auch immer, wenn ich sowas sage, zeig doch mal eine Alternative, beziehungsweise ob du das System so nachgestellt kriegst. Ja, schaffe ich. Krotos hat's gemacht und bei Dubaro gibt es das halt auch. Ich packe euch die ID auch unten rein von Dubaro, auch den Link von Krotos, wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt. Aber ich muss wirklich sagen, 500 Euro für beide Systeme, ist zu viel. Gut konfiguriert, keine Frage. Wie gesagt, die SSD ist zu klein und so, das sind so klein Scheiß, ja, okay. Aber zu teuer, leider. Andere kriegen es günstiger hin. Und ob es euch das Branding da jetzt wert sein sollte, was quasi 40 Euro wert ist, ja, konnte man ja abwählen. Lass ich mal dahingestellt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.